Hallöchen, meine lieben Liebenden. Ja, eine kleine Zwischenbotschaft schaffe ich heute tatsächlich, bevor wir heute Abend in die nächste Tagesbotschaft reingucken. Und bevor ich gleich starte, habe ich noch eine Botschaft für Nadine. Nadine hat mir nämlich kommentiert, dass sie mir gerne zuhört, aber mein Lachen, Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Ich habe sie gefragt, was mit meinem Lachen nicht stimmt. Ich habe bis jetzt keine Antwort bekommen. Liebe Nadine, ich wollte dir nur kurz sagen, dass ich meinen Humor und meine Art zu lachen sehr schätze. Ich bin authentisch und werde mich für deine Vorlieben nicht verändern, ja? Also in Zukunft wäre es cool, ein bisschen cool zu bleiben und vor allen Dingen auch respektvoll, wenn du dich im Internet aufhältst und dir auch bewusst zu werden, dass deine Worte bei anderen Leuten durchaus Schaden anrichten können. Denn so ein Satz kann bei einer unsicheren Person dafür sorgen, dass dieser Mensch nie wieder lacht. Ja, und vielleicht solltest du auch mal zum Lachen in den Keller gehen. Könnte dir ganz gut tun. Denn so der ein oder andere Witz, der ist es definitiv wert, gelacht zu werden, belacht zu werden. Ja, und im Moment lache ich gerade über dich, innerlich. Ja, das nur kurz dazu. Und jetzt schauen wir mal in die Karten, was sie uns so verraten. Was soll denn jetzt hier auf den Tisch, liebes Universum? Wie immer gilt, es ist eine öffentliche Legung und sie kann, muss aber nicht auf dich zutreffen. Ja, ich gehe einfach ohne Frage rein und lass einfach mal die Karten mir verraten, was sie uns zu sagen haben. Meine Katzen drehen gerade im Bad durch. Männers, entspannt euch. Oh Gott, ich habe gelacht. Oh mein Gott. Wir haben ja den Fuchs. Wir haben den Fuchs. Wir haben dich. Du schaust auf den Fuchs. Lassen Sie mal liegen. Oh mein Gott, wo bist du denn hier gerade drin? In einem Umbruch. Den Fuchs vor dir, die Schattenthematiken, die Schlange, die Heilung hinter dir, die Gefühle und die Klarheit. Puh. Puh, da bin ich mal gespannt. Im Outcome haben wir das Kind. Einen Neuanfang. Liebes Universum, was kriegen wir hier zum Fuchs? Das ist erstmal gut. Der Wagen, Fortbewegung, Aufbruch, das Ziel im Blick, die Zügel übernehmen, jedoch mit den sechs der Stäben auf dem Kopf. Pessimismus, Selbstzweifel. Angst. Angst. Ist es hier das Thema Treue? Egal, ob es deine eigene Treue zu deinen Angelegenheiten ist oder die Treue einer Person. Vier der Schwerter ist ein Vielleicht. Vielleicht ist Treue eine Thematik, die noch aufgelöst werden möchte, die noch bedacht werden möchte. Für das Schwerter ist ja eine Rückzugsenergie, eine Aufschubenergie, sagen wir es mal so. Nicht unbedingt Rückzug, aber Aufschub. Aufschub einer Entscheidung, ein Stillstand, etwas ja, zur Besinnung kommen, Gedanken ordnen, ne, sich eine Auszeit gönnen, Ruhe und Erholung und auch zurück zur Selbstliebe finden. Du möchtest hier in irgendeiner Angelegenheit scheinbar aufbrechen. Allerdings ist so dieser Pessimismus und die Angst davor, dass es. Dass entweder du aufgibst oder jemand aufgibt, ne? Wie gesagt, Untreue ist ja auch, dass man sich nicht treu und loyal seinen Angelegenheiten gegenüber ist, eine Rolle spielen könnte. Gucken wir mal, was oben drauf liegt. Die sieben der Kelche, in dem Fall auf dem Kopf. Hier ist eine Einbildung drauf, ja, weil die Angst da ist, die falsche Wahl zu treffen, obwohl du kluge Entscheidungen triffst. Ein Ziel ist fast erreicht. Du wirst mit unerwarteten Dingen meisterhaft umgehen können, wenn du deinem wahren Selbst folgst. Das heißt, wenn alles stimmig ist und auch in Resonanz mit dir ist, wenn du etwas reingibst und auch etwas zurückbekommst, dann ist alles tutti frutti. Wenn du
dich im Chaos der Schöpfung wohlfühlst, ist alles tutti frutti, auch wenn das manchmal beängstigend ist. Dieses Thema Treue und Loyalität. Der Fuchs kann ja auch gerne mal für den Betrug stehen, für listige Energien, mit denen wir zu tun haben, gar keine Frage. Dennoch triffst du kluge Entscheidungen, sonst wärst du doch gar nicht losgegangen. Also welcher Impuls hat dafür gesorgt, dass du hier in einen Neuanfang gehen möchtest? Den machst du dir zu Nutzen, weil der Wagen ist ja auch Nutzen, Energie, Nutzen. Der Wagen steht für Willenskraft und Kontrolle. Worüber machst du dir eigentlich Gedanken? Ja, ganz gleich, worum das hier geht. Ob das um eine neue Partnerschaft geht, ja, oder um die Finanzen. Völlig egal, ne? Fische sind ja ursprünglich den Finanzen zugeordnet. Wir gucken mal, was hier unter dir liegt. Alles ist in Führung. Ich hab's doch schon gesagt. Die Mäßigkeit, ja. Ausgleich. Das, was du möchtest, die Dualität, also was du in deiner Dualität, in deiner Resonanzigkeit anziehst, das möchte sich auch mit dir verschmelzen. Ne? Das will eine Einheit mit dir werden. Was auch immer hier dein Ziel ist, es ist alles stimmig. Es ist alles stimmig und gleichzeitig möchtest du wieder in den Rückzug gehen. So, der Eremit auf dem Kopf steht auch für die ewige Suche nach Heilung. Ja, dieses, ich bin nicht perfekt, ich habe zu viele Themen, es muss noch so unglaublich viel geklärt werden. Ich bin noch gar nicht bereit dafür. Das ist so Ausreden suchen, die der Eremit auf dem Kopf im Schattenaspekt gerne mal mitbringt. Diese Einsamkeit, diese Entbehrung, ja, dieses, ich darf nicht. Und damit täuschst du dich hier tatsächlich selbst, aufgrund dieses sehr starren Verhaltensmusters, anstatt einfach wirklich eine Weitsicht zu haben. Weil starr ist ja etwas, was nur, ja, in eine Richtung gerichtet ist. Ja, dabei gibt es ja viel, viel mehr. Das wäre wie, wenn ich jetzt hier 10 Karten auf den Tisch packe und ich gucke mir nur eine einzige Karte an. Das wäre denn zu starr. Weil die Karten sagen ja noch viel, viel mehr als nur das, was die eine Karte sagt. Ja. Also, nicht in die Isolation gehen oder in die Entbehrung gehen. Du musst auf nichts verzichten im Leben. Überhaupt nicht. Du verzichtest aber lieber freiwillig auf etwas, anstatt eine Enttäuschung in Kauf zu nehmen. Du weißt aber gar nicht, weil die Chancen stehen ja logischerweise 50-50, ne? Die Mäßigkeit. Die Chancen stehen 50-50, dass es gut wird oder schlecht wird. Und ich sage immer, probieren geht über studieren. Man kann so lange über bestimmte Dinge lamentieren, es ändert aber nichts an der Tatsache. Ja? Hätte Fahrradkette ist auch so ein Leitspruch von mir. Wenn dies und das und jenes nicht wäre, dann wäre das Leben halb so schwer. Man hätte so viel machen können. Ja, hätte man, hat man aber nicht. Punkt aus Ende. Also rauskommen aus der Energie. Hier ist alles stimmig. Hier möchte sich etwas mit dir verschmelzen. Und der Eremit an sich ist ja auch wirklich Selbstfindung. Finde dich selbst wieder. Auch wenn es jetzt hier im Schattenaspekt liegt. Aber wir haben ja hier auch noch Schattenthematiken, die gelöst werden wollen. Und die können sich auch währenddessen lösen. Du musst nicht für dich vermeintlich perfekt sein, um etwas anzufangen, um etwas Neues anzufangen. Weil du bist hier in einer Energie, die für Aufbruch steht, fürs Vorwärtsbewegen steht. Du hast hier Wasser, du hast hier Feuer und du hast mit dem Eremiten sogar die Erde am Start. Eigentlich fehlt nur noch die Luft, aber die Luft ist gerade am Sortieren. Ja. Die Erde steht ein bisschen Kopf, aber Feuer und Wasser ist am Start. Und die Mäßigkeit ist für mich auch immer Feuer und Wasser. Balance zwischen der Seele und den emotionalen Ressourcen schaffen und dann kannst du damit vorwärts kommen. Ne? Du produzierst Dampf. Ne? Dampf kann hier, ich wollte gerade sagen, Ventile betreiben. Dampf kann eine Turbine betreiben. Also das ist Antrieb, der hier ist. Hier ist Antrieb. Das ist so, als wenn du deinen Wagen auf 100 beschleunigst und dann abrupt die Handbremse ziehst. Kriegst einen Schleudergang. Oder kommst von der Straße ab. Ja, was auch immer. Als wenn du gegen eine Wand fährst, freiwillig. Dieses abrupte Abbremsen, also wirklich von 100 auf 0 in 0,1 Sekunden. Das macht aber nicht jemand anderes, das machst du selbst. Aufgrund von Ausflüchten.
gucken wir weiter. Der Mond. Ja, deine Ängste, ne? Deine Angst, auch zwischen der Realität und der Illusion zu unterscheiden, zwischen einer Vision und einer Illusion zu unterscheiden. Ist es nur Wunschdenken? Bilde ich mir nur etwas ein? Oder ist es tatsächlich das Gute, was jetzt hier auf dich zukommt? Der Mond steht für deine Sehnsüchte, für deine Gefühle, für deine Träume. Natürlich auch für die Reise durch deine Schatten. Mit dem Mond geht es auch darum, tiefgründige Wahrheiten zu finden. Auch Ursachen zu finden, die dafür vielleicht verantwortlich sind, dass du unsicher bist, dass du Angst hast, den nächsten Schritt zu machen. Dass du Angst davor hast, mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität zu stehen, weil... Klar, er könnte schlecht werden, er könnte aber auch gut sein. Ja. Dann haben wir hier den Umbruch liegen mit den Wolken. Guck mal, eine Gegenüberenergie. Letztendlich bringt der Münzkönig gerade das mit, was du brauchst. Erde. Fruchtbare Erde. Der Münzkönig ist fest verankert. Der hat ein Standing, der steht fest im Boden. Ja, im Boden der Realität, der sorgt für seine eigene Sicherheit, der hat eine Basis. Und der Münzkönig könnte natürlich jetzt in dem Fall der Ratschlaggeber sein, wenn es darum geht zu lösen. Ja, danke liebes Universum für die Karten 13, die Lösung. Der Tod, loslassen, auflösen, Abschied nehmen, Beendigung eines Lebensabschnittes und damit in die Verwandlung, in die tiefe Transformation, im Übergang zum Neuanfang, zum neu entdeckten Bewusstsein, zu neuen Überzeugungen. Der symbolische Tod und die symbolische Wiedergeburt, ja, und vor allen Dingen auch ein bisschen Akzeptanz als Befreiung. Wenn man akzeptiert, dass bestimmte Aspekte im Leben vorhanden waren, kann man sie auch loslassen, ja. Wie zum Beispiel eine Nadine zu akzeptieren, der mein Lachen, ich weiß nicht, was sie mit den Fragezeichen meinte, da kann man jetzt einsetzen, was man möchte, grausam findet, übertrieben findet, akzeptieren und loslassen. Also ich akzeptiere, dass du mein Lachen nicht magst, aber du musst logischerweise leider auch akzeptieren, dass ich mein Lachen mag und weiter lachen werde. Akzeptanz, ne? Akzeptanz als Befreiung. Akzeptiere mich so, wie ich bin. Dann werde ich dich auch akzeptieren können. Solange du mich nicht akzeptierst, werde ich dich auch nicht akzeptieren können. Und darum geht es. Akzeptiere, dass dein Leben so gelaufen ist. Und erkenne damit auch, was du vielleicht sogar mit dabei oder wo du vielleicht sogar mit gesorgt hast, dass es vielleicht negativ wurde. Aber erkenne auch, mit dem Tod, dass du auch positiven Einfluss auf dein Leben hast. Wie gesagt, nobody is perfect. Niemand ist perfekt. Und das ist so eine Weisheit, die der Münzkönig auf jeden Fall auch einem Menschen mit auf den Weg gibt. Ziele zu erreichen bedeutet, negatives sowie auch positive Erlebnisse zu haben. Der Münzkönig weiß auch, dass ein Boden mal eine sehr ertragsreiche Ernte einbringen kann, aber auch manchmal eine verlorene Ernte einbringen kann. Ein Münzkönig ist aber auch so reif und erwachsen, dass er weiß, dass selbst auf Gabel nichts ist, was langfristige Sicherheit mit sich bringt, wenn man mal eine verlorene Ernte hatte. Wenn eine Sache nicht fruchtbar war, wenn man dann nämlich aufgibt, dann wird man nicht reif, dann wächst man nicht weiter. Und dieses Aufgeben, Zurückziehen, vermeintlich in der Suche nach Erfüllung, ja, das bringt nichts. Und das weiß der Münzkönig. Der hat auch schon bittere Tränen geweint, wenn die Ernte eingegangen ist. Ja, um Gottes Willen. Ist aber immer wieder aufgestanden und weiß, dass das Leben nicht einfach nur Wachstum ist, sondern ist auch manchmal ein Rückschlag. Der gehört zum Leben dazu. Entweder, weil er selbst dazu beigetragen hat, ja, im Sinne von, er hat sich nicht genug gekümmert, das weiß er, oder dass von außen Faktoren reingegrätscht sind, wie zum Beispiel, es gab zu viel Wasser oder zu wenig Wasser, ja, und die Ernte ist eingegangen oder schlecht geworden. Also sowohl als auch weiß er, dass Faktoren eine Rolle spielen. So, und wir haben hier auch mit der Schlange eine Person, normalerweise ist es eine Frau. Es kann auch sein, dass es hier eine Frau ist. Wir haben eine Gegenüberenergie, ja.
Und sowohl die Münzkönigin als auch der Münzkönig bringen ja jeweils Aspekte mit sich. Ja, aber beide sind sehr verankert, sehr traditionell und wenig innovativ, was auch bedeutet, die machen keine Experimente. Und das wäre auch ein Mensch, der würde nicht, nur weil eine Verbindung scheitert oder ein Projekt scheitert, sofort alles umschmeißen und komplett anders machen. Nee, der guckt sich Dinge über einen längeren Zeitraum mal genau an, um ein Schema zu finden. Weil nur dann weiß er, okay, ich muss meinen Standort ändern. Ich muss ein anderes Feld nehmen oder ich muss mal ein anderes Schema in Beziehungen anfangen. Ja, anderes Schema in Form von Partnerin oder Partner erwählen, damit es wieder fruchtbar wird. Also der analysiert schon. Ne? Und der kann dann hier dementsprechend auch den Umbruch bringen und die Heilung auch mitbringen. Hier liegt die Sonne auf dem Kopf. Und das ist tatsächlich Wunschdenken, die hier drauf liegt. Ne? Wieder das Thema Einsamkeit und negatives Denken. Ja? Blockiertes Vorankommen und Verzögerungen, Selbstzweifeln, das mangelnde Selbstvertrauen. Aber auch das Bedürfnis, diese negativen Denkweisen auszublenden. Ja, die Konfliktenergie, 5 der Schwerter. Ist das hier so diese Energie von dir aufgrund der Tatsache, dass dir jemand etwas triggert? Ja. Es tut mir ja leid, ne? Also es ist so. Grundsätzlich, natürlich können Energien auch vertauscht sein. Es kann auch sein, dass du der Münzkönig bist für jemanden. Aber sei ehrlich zu dir selbst, ja? Das sage ich gleich mit dazu. Ritter der Kelche. Also, wir haben hier eine zwischenmenschliche Komponente. Hier geht es auch um emotionale Nähe. Ritter der Kelche ist also die romantische Energie. Hier ist eine Einladung angezeigt. Hier wird Verbindung gesucht. Hier zeigt sich eine Gelegenheit und eben auch schon in gewisser Weise Gefühle. Ne? Also Verliebtheit zeigt sich hier. Aber zeitgleich eben auch dieses Unverbundensein, diese Konfliktlastigkeit, dieses... Oh, Kurzsichtigkeit, das geht doch sowieso wieder in die Hose. Ja, diese Selbstmanipulation deinerseits zeigt sich hier im Kartenbild. Wie gesagt, dieser Mensch bietet einen Boden. Beide Karten stehen dafür, im Fluss des Universums zu sein. Das finde ich jetzt sehr interessant. Federmünzen sagt das. Und auch die Fische sagen das. Hier geht es darum, seinen Wert zu akzeptieren. Ja, und wo wir wieder beim Thema Akzeptanz sind, ne? 4 der Münzen. Eine Basis, eine Stabilität. Und diese Stabilität, und da hätten wir nämlich auch den Knausus Knaxus in der ganzen Geschichte, ist eine emotionale Blockade, die du zwar schon loslassen willst, aber der du noch so ein bisschen hinterher trauerst. Ja, Trauerzeit. Auch da ist Akzeptanz wichtig, um loslassen zu können. So, 8er Kelch ist nämlich dieses Weggehen und dann Bedauern, so eine Ernüchterung, das Gefühl von Feststecken. Auch so ein bisschen Resignation wieder, ne? Die Angst loszulassen. Was würde denn passieren, wenn du eine alte emotionale Last loslässt? Was ist die logische Konsequenz, wenn man eine Enttäuschung loslässt? Ich habe das heute in der Legung, in der privaten Legung gezeigt. Pass mal auf. Wir haben hier dein Herz, ja. Jetzt kommt hier eine Belastung on top. Piu. Dann kommt die nächste Belastung. Piu. Und plötzlich siehst du dein Herz gar nicht mehr vor lauter Belastungen. Und das Ding ist, du kannst auch keine Emotionen mehr halten, weil dir rinnt alles durch. Du hast überhaupt gar keine... Du bist ein Sieb. Das habe ich heute auch in einer privaten Legung gesagt. Und jetzt muss man natürlich schauen, was sind das hier für Ursachen? Was muss gelöst werden? Was darf raus, damit das Herz wieder frei ist und auch wieder ja, schwimmen kann im Wasser, ne? Von Feuchtigkeit umgeben ist so. Was muss da gelöst werden? Und diese 8er Kelche sind definitiv eine von diesen Türmen, die schon mal rausgehen möchte. Ich kann es verstehen, diese Türme sind sehr, sehr schön und sie haben auch in gewisser Weise eine Stabilität on top gegeben. Ja, du hast dich sicher und geborgen gefühlt durch diese Blockaden obendrauf. Jetzt ist es aber so,
dass dein Herz wieder in deinen Emotionen schwimmen möchte, sich drehen möchte, wenn winden möchte. Ja, es möchte sich erweitern, es möchte wieder schlagen. Das kann es aber nicht, wenn es belastet ist. Rein metaphorisch betrachtet natürlich. Ja, unser Herz schlägt trotzdem, auch wenn wir belastet sind. Dennoch ist dieses wehmütige Nachschauen dieser Altlast keine gute Energie, weil wir haben hier eine Basis. Ja, eine Verbindung, hier wird Verbindung gesucht, hier wird eine Verbindung aufgebaut, hier wird ein Übergang geschaffen. Einfach auch, um wieder im Fluss des Universums zu sein. Und da ist es natürlich wichtig, dann dementsprechend auch Altlasten endgültig loslassen zu können, ja, eine Bilanz zu ziehen, damit neue Wege gegangen werden können. Weil solange man Altlasten hinterher trauert, solange wird man auch in Zukunft nicht glücklich werden. Weil man immer wieder diese Pessimismus-Energie reinbekommt, weil man immer wieder auf der Suche nach Heilung ist, obwohl die Heilung eigentlich einem vor der Nase liegt. Ja? Ein Mensch, der langfristig agiert. Münzkönig ist auch niemand, der sich auf kurzfristige Abenteuer einlässt. Ja. Das heißt, wir haben hier eine Komplikation auf der einen Seite, die aber gleichzeitig auch Heilung bringt. Weil das Komplizierte an dieser Angelegenheit ist es, wieder in die Emotionen einzutauchen. Ne? Und der Tod ist ja auch schon Wasserenergie. Die fünf der Münzen, der Mangel, das Reduzieren auch von sich selbst, das Vermissen, die Sehnsucht, die Kälte, die Isolationsenergie und der Kelchkönig. Ja, hier zerren zwei Energien. Ich lege das mal so hin, damit ihr seht, was ich meine. Dieses wehmütige Nachtrauern der Vergangenheit mit Blick in die Vergangenheit sorgt gleichzeitig für eine Isolation von demjenigen, der eigentlich schon da ist. Ja, der Gefühlsklärer, der Seelentherapeut, der ganz unbewusst Emotionen bei anderen Menschen klärt. Der hier auch sein Glas mit dir teilen möchte. Seine Emotionen mit dir teilen möchte. Ja, das Chaos der Schöpfung. Das Chaos der Schöpfung, jetzt kommt hier ein Windstoß und hat meine Tür aufgedrückt, meine Balkontür. Ich habe die nämlich nur so kurz rangelehnt. Was soll uns das jetzt sagen? Es gibt einen Sturm der Gefühle, fünfter Kelche. Verlustängste, Trauer, Schmerz, Durchleben und damit zu sich selbst zurückfinden. Acht der Münzen. Acht der Münzen ist... wieder offen sein fürs Lernen, wieder in der Hingabe sein. Selbstfindung, wie gesagt, klar, und auch stolz auf sich sein. Da ist ein Wandel angezeigt. Das liegt dann oben drauf. Ein Sturm der Gefühle. Und ein Neuanfang. Also, was hier durchaus auch noch eine weitere Bewandtnis haben kann für den einen oder anderen, ist nicht nur, dass dieses emotionale Klären für die persönliche Weiterentwicklung gut ist, sondern auch so einen Impuls mitgibt wie, hey, jetzt habe ich es im Zwischenmenschlichen geschafft, über eine Angst hinauszugehen und habe mich einfach getraut. Was ist, wenn ich mich jetzt auch noch traue im beruflichen Aspekt, über meine Angst hinauszugehen? Weil Bube der Münzen kann nämlich auch noch ein beruflicher Aspekt sein, der hier der ein oder andere wissen soll, weil dir das für gute Nachrichten und Pläne verwirklichen steht. Andersrum eben auch für die Energie der Erde, ne? Zurück in die Erdmagie. Zurück in die Erdmagie. Und dann sitzt das Kind hier auch noch auf der Erde. Der Neuanfang. Puh, ja, geklärte Gedanken sorgen dafür, dass die Schwertkönigin auch wieder klar dasteht. Frei und unabhängig und zurück im Selbstvertrauen. Das ist doch schon mal sehr gut. Zurück im Selbstvertrauen. Oh Gott, ja. Hier ist der Sturm, ne? Luft, Feuer.
Aus der Stäbe. Jetzt erkennst du auch endlich dein eigenes Potenzial und das Potenzial der Gelegenheit. Auch das Ast der Stäbe steht für einen Neubeginn. Ritter der Münzen. Jetzt geht's hier konsequent und verantwortungsvoll vorwärts. Und das kann natürlich zum einen bedeuten, dass du dich hier beruflich weiterentwickelst, auch beruflich weiterentwickelst mit dem Ritter der Münzen, weil hier gibt es gute Nachrichten zum Einkommen und wir haben hier auch schon eine Veränderung. Oder dein Neuanfang, der wächst jetzt in der Partnerschaft. Wir legen da auch nochmal zwei Karten drauf. Zwei. Was haben wir hier? Das Gericht und der Gehängte im Schatten. Das Gericht steht für absolute Erlösung, Erneuerung, Befreiung, Reinigung, für Ehrlichkeit, für Transparenz, sich selbst und andere nicht mehr belügen. Während der Gehängte im Schatten schon noch dafür steht, dass man so ein bisschen im Widerstand ist. Ja? Sabotier dich selbst nicht. Ich habe das Gefühl, hier ist noch so ein bisschen der Lerneffekt drin, dass du nicht mehr länger an Dingen festhältst, die nicht für dich bestimmt sind. Dieses Loslassen. 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 Loslassen von Verantwortung beziehungsweise auch Belastungen. 10 der Stäbe auf dem Kopf. Ja? Zynismus ist ganz oft ein Zeichen von Überforderung. Und hier liegt ein Zusammenbruch. Und hier darfst du um Hilfe bitten. Und das sage ich auch immer wieder. Wenn du mit einer Situation nicht weiterkommst, dann hol dir bitte Hilfe. Du musst gewisse Dinge nicht alleine machen. Und Hilfe heißt jetzt nicht unbedingt, dass du eine Therapie brauchst oder einen Coach brauchst oder einen Trainer brauchst, weil das ist hier durchaus etwas, was man alleine lösen kann. Hilfe kannst du dir auch holen, indem du dir zum Beispiel im Internet Hilfe-Videos anschaust. Thema loslassen, ganz, ganz wichtig hier, emotionale Blockaden lösen. Oder sogar Buchlektüre besorgst. Auch das ist möglich. Weil genauso wie Kartenlegungen ein Hilfsmittel zur Selbsthilfe sein können, so können es auch spezielle Videos sein oder Bücher, ja, die dir weiterhelfen können, gerade wenn es darum geht, Altlasten loszulassen. Und hier triffst du eine Entscheidung, dich mit dem Thema Loslassen für mehr Effizienz in deinem Leben, das klingt jetzt ein bisschen trocken, aber ist tatsächlich so, loszulassen für mehr Effizienz in deinem Leben. Egal, ob es hier um zwischenmenschliche Komponenten geht oder auch um die arbeitstechnische Komponente geht, du brauchst Platz, du brauchst Raum zur Entfaltung, weil das will die Schwertkönigin. Ja. Weil du dein Potenzial erkennst und auf einmal stellst du fest, da ist gar kein Platz mehr. Deswegen ist das hier durchaus eine Option, dass du dich mit dieser Thematik mehr auseinandersetzt und die Hilfestellungen aneignest für mehr inneren Frieden. Ach, guck mal, im Outcome haben wir hier den Schwertkönig. Also, Ass der Kelche. Erstens, hier sind neue Träume, neue Visionen angezeigt. Hier ist auch die Fülle angezeigt, ja. Hier kann dein Herz wieder im Kelch schwimmen. Meine Hände sind der Kelch. Und kann sich frei bewegen, kann sich entfalten, kann auch wieder zu voller Kraft sich ausdehnen, ja. Und nicht mehr nur so klein und eingeengt, so ganz flach. Piu, piu, piu. Und, mit dem Ast der Kelche ist hier zum einen natürlich auch das Vertrauen in die Emotionen angezeigt, zum anderen das Erwachen des Herzens, wiederum auch diese positive Aufregung, weil auch hier eine Chance ist. Und jetzt haben wir hier wieder die Kombination Ast der Stäbe, Feuer und Ast der Kelche, Wasser. Das, was du hier am Anfang an letzte Restenergie investiert hast, ist hier gewachsen zu Chancen. Das heißt, wir sind hier absolut in der Resonanzigkeit, wenn es darum geht, wirklich Energie zu investieren, um dann dementsprechend ans Ziel zu kommen. Für
inneres Wachstum, für dein inneres Leuchten, für die Befriedigung deiner Seele, sowie auch eben emotionales Wachstum, emotionale Erfüllung. Ja, und das Warmwerden, das innere Warmwerden. Und keine Angst haben zu müssen, sich zu verbrennen, sich selbst zu verbrennen oder in seinen eigenen Gefühlen zu ertrinken, weil hier ist ein harmonisches Gleichgewicht angezeigt. Wie gesagt, hier eigentlich auch schon sehr kraftvoll, aber eher bedrückt, ne, so klein gemacht. Und hier aber eher groß, mit neuen Chancen. Das heißt, hier ist eine Erweiterung angezeigt. Ja, und jetzt haben wir hier auch jemanden, der mit drei Energien liegt, ne? Luft, Wasser, Erde. Klarer Verstand. Verstand muss bei dir bearbeitet werden. Warte mal, Luft, Wasser, Erde. Dann kann es durchaus sein, dass er, also das Gegenüber, vielleicht ein Thema noch auf Seelenebene hat. Wenn ich mir das mal so in Resonanz zwischen euch beiden anschaue, dann fehlt bei ihm ja tatsächlich nur die Feuerenergie. Oder? Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema. Ich bin raus. Oh, 31.13. Spiegelzahl. Ich schreibe euch die Bedeutung in die Kommentare. Ich merke nämlich immer, ich habe in meiner Infobox nicht so viel Platz. Und dann schreibe ich euch die Spiegelzahl mal rein. Und ja, wir sehen uns heute Abend wieder zur nächsten Tagesbotschaft für Samstag. Das ist so der Fahrplan. Morgen Abend sehen wir uns zur Wochenbotschaft wieder. Ich freue mich drauf. Und ja, weiter weiß ich noch nicht. Also Sonntag auf jeden Fall wieder Tagesbotschaft, aber vielleicht kommt noch was dazwischen. Wir gucken mal. Wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, wo ich gerne raufschauen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Da irgendwo. Okay, gut, ihr Lieben. Dann bis später vielleicht. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich sage Dankeschön für euren Support, für euer Sein, fürs Anschauen, fürs Liken, Kommentieren und auch fürs Abonnieren. Danke für Wachstum an euch und bis später.